das ist auch gut. Boah, 55.177 Gold habe ich. Boah, geht das schnell. Also dann brauche ich nur noch 945 Gold. Okay. 945.000 Gold. So, jetzt ist es. Okay, kann noch dauern. Also wenn ihr mir... Wenn ihr dabei seid, gründen, dann gebt ihr mal am besten 8 durch 1 Million ist 125.000. Jeder, der bei der Gründung mit dabei sein, sollte mir 125.000 Euro Gold geben. Es kann natürlich jemand mehr spenden und dann wird es besser verteilt. Also die Spende wird schon da mal verteilt. Dann müsst ihr zum Beispiel nur noch 120.000 Gold spenden, wenn ihr aus Gildengründen dabei sein wollt. Und wenn ihr dann später in die Gilde kommt, kostet es natürlich nichts. Aber wer dann im Forum und so zu lesen ist, Gildengründer bei Champions of Regnum, der darf gerne eben Gold spenden. Jo. Also jetzt ist es momentan einfach 125.000 Euro. Ja, Gold. Ja, 125.000 Euro wäre ein bisschen viel. Ich glaube, kaum einer hat so viel Geld, um es mir zu spenden. So, hier haben wir winzige Steingolems. Wir haben volles Life, gut. So. Gut. Und angreifen. Einen Face haben wir schon. Ah, wir brauchen nur einen. Okay, besiegen wir trotzdem noch ein paar solche kleine. So, da noch Quantis noch. Okay, noch eine Schildkröte. Die ist halt jetzt ein bisschen anspruchsvoll. Aber nicht für mich. So. Und beschlagene Lederhosen bekommen. Schauen wir die mal an. Abgenutzt Rüstungs 68-1. Bogenschützenkrieger Level 15. Okay. Gehen wir wieder zurück. Hier das löschen. So. Und es wird wieder dunkel. Okay. Keine Schätze herumliegen. Ich werde ab und zu zwischen den Let's Plays noch ein paar Monster besiegen, um an Loot zu kommen. Also an Rüstung, neue Rüstungen und so. Also nicht wundern, wenn ich dann beim nächsten Part plötzlich eine Stufe mehr habe oder so. Aber ich werde natürlich alle Quests im Let's Play machen. Nur eben das monotone Monster besiegen, Monster besiegen, Monster besiegen für neue Items werde ich rausschneiden. Jo. Ah, jetzt hat es noch eine Quest. Oh nein, das war ein Schild. Das sah aus wie ein Quest-Ding. Ein Fragezeichen. So. Jetzt bin ich leider ein wenig alleine. Wahrscheinlich haben alle sich ausgelockt. Nur noch Farandir ist hier. Aber der ist irgendwo anders.
In den späteren Parts wird es vielleicht und hoffentlich ein paar mehr. Habe ich dann eine Gesellschaft. Wir können eben eine große Party gründen und dann gemeinsam auf die Jagd gehen. Ich würde mich sehr freuen. Und dann hat es den Titel Let's Play Together auch verdient. Jetzt ist es halt momentan ein normales Let's Play ohne Mitglieder, ohne Mitredner. Aber ich werde es jetzt nicht umbenennen. Ich lasse es mal so, weil es wird ja später auch zu einem Together. Darum werde ich es jetzt auch schon benennen als Together. Damit ihr seht, ah, ihr dürft mitmachen. Es ist ja interaktiv. Also ihr dürft mir wirklich Freunde einladen und schicken. Eine Party mit mir gründen und gemeinsam auf Jagd gehen. Und später eben können wir raus in die Gildens, also in die Clan-War-Zone, in den Clan-Krieg-Zone und können gemeinsam wirklich mal ein paar Festungen angreifen oder so. Force. Und ja. Okay, perfekt. Nun müsst ihr nur noch zum Elfenwasser gehen. Ihr müsst nur zum Ratsgebäude gehen und die Ampulle, die ich euch gebe, mit dem Wasser aus dem Springbrunnen hinter Ankalimon füllen. Es wird sie nicht stören, wenn sie denken, dass es für einen Stadtwächter ist. Okay. Okay, ja. Und am Montag ungefähr werde ich dann ein Reittier kaufen. Das ist doch kostenpflichtig. Ich werde mir den Ding kaufen, die Katze. Säbelzahntiger von Syrtis. Wo ist der? Säbelzahntiger. Den kaufe ich mir. Und später dann das Helion. Aber das kostet 45.000 Xymeri. Das sind ungefähr 45 Euro. Das ist richtig happig. Aber ich kaufe es mir dann. Einfach zum Style. Wieso nicht? Weil es sieht sehr schön aus. Mir gefällt es sehr, so Flammenlöwe. Und ich bin ja ein Katzenfan. Oh, ist das, leuchtet das hier extrem. Schön. Das nennt man mal Überbeleuchtung. So. Ja, wir müssen jetzt zurück. Und natürlich dürft ihr auch bei Alcius und Ignis sein und gegen mich kämpfen, aber bitte greif mich da nicht immer extra an, okay? Ab und zu ist es gerecht, aber bitte nicht mehr. Sonst, ja, ihr wisst es schon. Und eben können wir mal uns irgendwo treffen, zum Beispiel, ja, was sagen wir? Zum Beispiel hier oder hier irgendwo, wo andere nicht mit eingreifen oder hier. Und dann können wir, ja, zum Beispiel ein 5 gegen 5 machen oder sonst etwas. Also, da könnt ihr richtig vorschlagen. Ihr dürft wünschen, können wir mal bitte ein 10 gegen 10 Clan War machen. Alcius gegen Syrtis. Dann klar, ich bin eben für Syrtis. Ich bin dann bei Syrtis beigetreten. Und zum Beispiel 10 andere sind dann bei Alcius, und dann können wir Clan War machen. Wieso nicht, oder? Wäre doch geil. Kellerak sagte, gut, mit dem magischen Kraft Fels und mit den Eigenschaften des Elfenwasser muss ich nun nur noch den Kristall polieren. Unglaublich, schaut ihn euch an, er ist wie neu. Und Jan sagten, ich sei verrückt. Ja. Jetzt hast du einen Stab, aber den Stab hast du ja schon gehabt. Gut, haben wir jetzt noch Quests? Sonst müssen wir jetzt leveln. Okay, gehen wir leveln. Dafür gehen wir wieder aus dem Nordtor. Und töten ein paar Schlangen, Orks und so weiter. Also die, die in unserem Level sind. Wir brauchen noch dieses
Erfahrungszeugs, bis wieder neue Quests gibt wahrscheinlich. Was ist hier eigentlich? Was will ich denn glauben? Aber vielleicht bekommt man dann im neuen Level die Quests dann da. Was ist das für eine? Hallo? Nicht ansprechbar. So, also oben durch. Und hier heraus. Okay. So, hier hat's Orks, die sind aber sehr einfach. Wir könnten aber auch anspruchsvolle Gegner töten, wie zum Beispiel die Hähnen. Was seid ihr? Oder einen Orkknecht, der ist auch anspruchsvoll. Ah, Leoparden sind es nicht hier. Okay. 6, 7 und 8. Und dann mit 2 Angriffen. Oh, die machen noch richtig viel Schaden. Hätte nicht gedacht, dass die mehr als 50 Schaden machen. Und dann noch ein kritischer. Ich muss unbedingt auf die Lebensenergie schauen. So. Leopardenfell und Leopardenhaare. Und hier haben die Afanas Handschuhe für Magier. Da waren wir auch auf. Weil da gibt es einen Magier, dem schenke ich die. Dem Aurorix. Der macht einen Magier, eine Hexe, hat er gesagt. Oder vielleicht auch ein Beschwörer, hier kommt drauf an, was er will. Er hat jetzt einfach gesagt, er macht einen Magier. So, ein Knecht. Einen Ork Knecht. Aber wir schaffen es. So. Nein. So. Ausruhen. Zweihändige Talentspeer. Meisterhaft. Schaden plus 23. 75 bis 99. Hier bewahren wir auch auf. Also wer mit Speeren kämpft, darf der Speer gerne beanspruchen. Einfach mich fragen, ob ihr den Speer wollt. Und ihr dürft natürlich auch Gegenstände mir schenken. Also wir in der Gilde unterstützen uns sowieso, sollten uns unterstützen. Und und so gegenseitig helfen eigentlich. Oder mit 9 Items. Wenn man 9 Items nicht braucht, am besten in der Gilde. Ihr könnt es natürlich auch verkaufen an die Gilde. Ihr dürft es hier im Handelsstand auch verkaufen. Ihr müsst es natürlich nicht